Servus ihr Lieben, Patrick hier wieder und in diesem Video möchte ich mit euch über die 7 Zeichen spirituellen Erwachens reden. Viel Spaß damit. Servus ihr Lieben, da sind wir wieder und in diesem Video geht es um die 7 Zeichen spirituellen Erwachens. Ich habe übrigens, möchte ich an dieser Stelle sagen, gestern Abend einen kurzen Vortrag gehalten innerhalb einer Freimaurerloge und da ging es unter anderem um einen Menschen. Ich habe hier das Buch von ihm namens Ray Kurzweil. Die meisten werden das Buch nicht kennen, ist relativ dick, sieht auch nicht besonders sexy aus von außen, ist aber wirklich unglaublich und zufälligerweise hatte ich schon mal ein Video gemacht namens Ewiges Leben, wieso wir vermutlich unsterblich sein werden. Ich werde das Video hier oben verlinken. Und da geht es um genau dasselbe Thema und das ist zufällig das erfolgreichste Video bisher auf diesem Kanal. Thema war gestern Abend eine Diskussion über den Gedanken Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Denn Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst. Der Grundgedanke dahinter ist, dass in dem Moment, wo du dir bewusst darüber wirst, dass du einmal sterben wirst, kannst du die Zeit des Lebens mehr schätzen, in der du da bist. Wären wir unsterblich, wäre der Wert des Lebens nicht so hoch. Außerdem heißt Memento Mori, dass man durchaus auf verschiedene Eitelkeiten keinen Wert mehr legen muss, denn irgendwann sind wir alle tot und Haut und Knochen. Jetzt kam jedoch dieser Herr namens Ray Kurzweil, der unter anderem 21 Ehrendoktortitel hat, sehr hoher Mitarbeiter ist bei Google, etliche Patente hält und seine Prophezeiungen bezüglich der Zukunft seit 1990 in Bezug auf 2010, das waren knapp 150 Prophezeiungen, in Anführungsstrichen, trafen zu 86% der Fälle zu. Es ist also nicht irgendjemand und dieser Mensch spricht davon mit ziemlicher Sicherheit, dass wir im Jahr 2045 unsterblich sein werden. Hier Hashtag Singularität und Transhumanismus etc. Wenn ihr das interessant findet, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Ich war nämlich schon irritiert, dass ein Video, was sich nicht um meine mein Kernthema Persönlichkeitsentwicklung dreht, hier die meisten Klicks bekommt. Also haut mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Jetzt aber back to topic. So, wir sind schon fast bei Minute 3. 7 Zeichen spirituellen Erwachens. Und ich würde gerne anfangen mit dem ersten Zeichen. Es sind nicht unbedingt alles Zeichen, aber es sind Sachen, die auf meiner Reise mit dem Aufwachen in Anführungsstrichen einherging und Sachen, die ich in der Zeit gemacht habe oder nicht gemacht habe. Punkt Nummer 1, kein Fernsehen und keine Playstation und so weiter. Warum? Erstens, all das, was ich jetzt sage, ist nicht dogmatisch. Ne? Die Menge macht das Gift und so weiter. Ihr müsst das nicht tun. Ich möchte euch nur hier meine Erfahrung teilen. Warum kein Fernseher? Warum keine Videospiele? Nun, Lamborghini macht aus einem Grund keine Fernsehwerbung. Der Grund, warum Lamborghini keine Fernsehwerbung macht, ist, weil Lamborghini sagt, hey, unsere Zielgruppe guckt kein Fernsehen. Ich habe mir lange Gedanken gemacht und Fernsehgucken ist eine Sache, die aus Bequemlichkeit bei vielen Menschen im Alltag etabliert ist, aber keinerlei Mehrwert bietet. N24 und Arte haben wesentlich geringere Einschaltquoten als RTL, ProSieben und Sat1. Und das Fernsehprogramm, ich weiß noch niemals mehr, was heute läuft, muss ich sagen. Ich gucke tatsächlich seit 5 Jahren oder so echt keinen Fernsehen mehr. Aber schon vor 5 Jahren war es echt grenzwertig. Und ihr müsst euch vorstellen, spirituelles Erwachen hängt stark zusammen damit, die Welt zu sehen, wie sie ist. Das ist auch das Konzept des Zen beispielsweise. Sehe die Dinge, wie sie sind und nicht, wie du sie dir ausmalst in deinem virtuellen Konstrukt innerhalb deines Gehirns. Und um das zu können, müssen wir eine Sache, wir müssen achtsamer werden, wir müssen bewusster werden. In dem Moment, wo wir entweder PlayStation spielen oder Fernseh gucken beispielsweise, fördern wir genau das Gegenteil.
In der Huna-Religion auf Hawaii beispielsweise gibt es das Prinzip Energy flows where attention goes. Das heißt, die Energie fließt dahin, wo deine Aufmerksamkeit hinfließt. Wenn du deine Aufmerksamkeit jetzt aufs Fernsehgucken oder auf PlayStation richtest, fließt da die Energie hin. Die fördert aber eher das Unbewusste in dir und nicht das Achtsame und Bewusste in dir. Das heißt, Fernsehgucken und PlayStation oder Amazon oder Netflix sind wundervolle Instrumente, dich von dem spirituellen Erwachen abzuhalten. Denn es fördert nicht die Sicht hinein in dich selbst und die Selbsterkenntnis, sondern es fördert die Unbewusstheit. Ne, wir machen das Ding an, so Kopf aus, lassen uns berieseln, 2-3 Stunden später machen wir es aus und dann ist gut. Laut Statista.de gucken wir im Januar 2018, oder ich glaube im letzten Quartal 2017, im Durchschnitt als Deutsche immer noch ca. 220 Minuten Fernsehen am Tag. Das sind knapp 4 Stunden. Die Zeit könnte man durchaus effizienter nutzen. Punkt Nummer 2. Seit auch 4 Jahren ungefähr oder 5 Jahren esse ich kein Fastfood mehr. Ich war seit 4-5 Jahren nicht mehr bei McDonald's, nicht mehr bei Burger King und ähnliches und werde auch nicht hingehen, denn Lebensmittel ist ein Wort, die den Namen auch verdient. Und es ist einfach nicht möglich, für 1 Euro qualitativ nicht mehr hochwertiges, aber normales Fleisch, Brot oder ähnliches zu haben. Eure Seele oder euer Geist oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist beheimatet in eurem Körper. Also seid achtsam mit ihm und füttert ihn nicht mit solchen Sachen. Du bist, was du isst. Du wirst das kennen. Und Ernährung ist ein ganz großes Stichwort. Ich möchte darauf hier nicht so sehr in dem Video eingehen. Aber einer der Punkte, der sich relativ schnell ändern lässt und nicht mit allzu viel Umstellung verbunden ist, unabhängig von dem großen Punkt Ernährung, welche Makronährstoffe nimmst du zu dir, welche Mikronährstoffe, wie sind die verteilt und so weiter. Kein Fastfood ist ein Anfang. Versuch es. Es wird dir definitiv nicht schaden. Punkt Nummer 3. Meditation. Wir kommen zwangsläufig nicht drum rum. Meditation selbst ist nicht die Sache selbst. Kleine Sekunde. So. Es ist nicht Meditation selbst, die euch zum spirituellen Erwachen führt. Es ist das, was Meditation bewirkt. Und Meditation bewirkt, bewusster zu sein, präsenter zu sein und achtsamer zu sein. Meditation heißt, den Verstand stumm werden zu lassen. Die meisten Menschen gehen durch den Alltag und haben hier permanent diese Stimme im Kopf, die sie permanent volllabert. Sie sehen andere Menschen, was hat der mich so angeguckt, die sieht aber arrogant aus, oh, die Jacke hat bestimmt 1000 Euro gekostet, man muss ja oberflächlich sein, wenn man sowas trägt, oh, die trägt ja Pelz, das ist ja furchtbar, oh, die trägt Leder, keine Ahnung was, ne? Oder habe ich den Herd angelassen, was ist mit der Klausur morgen? Und übrigens, ich habe mit meiner Freundin gestritten, ob sie mich wohl noch liebt, ob sie es nicht mehr tut, etc. Das ist in dem Kopf der meisten Menschen den ganzen Tag. Den ganzen Tag. Und Marie von Ebner-Eschenbach, ich zitiere sie unglaublich gerne, hat einmal gesagt, nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Man kann auch sagen, nicht die Situation, sondern die Reaktion ist unser Feind. Was heißt das konkret? Wenn du eine Sache erlebst, dann ist das erstmal neutral. Den Wert der Sache gibst du ihr. Wenn jemand stirbt, wird in manchen Kulturen gefeiert, in anderen wird getrauert. Und je nachdem, wie wir konditioniert sind, bewerten wir die Dinge im Außen. Das heißt aber nicht, dass die Dinge so sind. Das ist abhängig von Erziehung, das ist abhängig von Erfahrung, das ist abhängig von Kultur. Wenn wir die Stimme ausschalten können, dann gelangen wir an den Punkt, wo der Verstand uns nicht mehr benutzt, sondern wo der Verstand zu unserem Diener wird.
Wenn wir Fragen haben, wenn wir Probleme haben, werden wir unseren Verstand fragen können, beispielsweise bei mathematischen Aufgaben oder irgendwas, und er wird uns die Lösung nennen. Das ist super, der Verstand ist super, es ist ein unglaubliches Instrument. Er gibt uns Antworten auf Fragen, die wir ihm stellen. Problematisch ist es geworden, evolutionär gesehen, historisch gesehen, ab dem Moment, wo der Verstand uns übernahm und die ganze Zeit über negative Sachen nachdenkt, welche wiederum in uns negative Emotionen erzeugen, ohne dass wir sagen können, nee, ich habe keinen Bock da gerade drüber nachzudenken, weil ich mich gerade nicht scheiße fühlen möchte. Weil in dem Moment sind wir nicht mehr der Diener, ist der Verstand nicht mehr unser Diener, sondern der Verstand wird zu unserem Herr und diktiert uns, wie wir, an was wir zu denken haben und an was wir zu fühlen haben. Und dieser Switch ist entscheidend. Wir müssen die Stille vor unseren Verstand schalten und den Verstand nicht dominieren lassen dürfen im Alltag. Und ein Weg, ist, um dahin zu kommen, ist Meditation. Punkt Nummer 4. Und das ist ein zusätzlicher, aber auch alternativer Weg, um dahin zu kommen. Sport. Sowohl das Laufen als auch Yoga oder Qigong sind die klassischen Sachen beispielsweise. Bei mir ist es, ich mache es im Fitnessstudio. All das sind für mich Übungen der Achtsamkeit. Sprich, wenn ich im Fitnessstudio bin, gibt es verschiedene Arten zu trainieren. Ne? Ich kann da sitzen und einfach so machen und dann gucke ich links und rechts und so weiter und zwischendurch bin ich am Handy und das passiert auch manchmal. Aber ich kann mich auch hinsetzen, die Augen schließen, konzentrieren auf meine Atmung und die Übung komplett konzentriert ausführen. Es gibt so eine Muscle-Mind-Connection, die Verbindung zwischen Muskulatur und Kopf. Und es ist ein himmelweiter Unterschied, wie ich trainiere. Dieselbe Übung kann komplett anders wirken muskulär, je nachdem, ob ich mit meinem Kopf dabei bin oder nicht. Diejenigen, die schon länger im Fitnesssport sind, werden das wissen. Diejenigen, die im Yoga sind oder im Qigong unterwegs, schreibt es bitte mal in die Kommentare. Ich bin mir relativ sicher, dass das bei euch eine ähnliche Erfahrung ist. Beim Yoga oder beim Qigong beispielsweise oder bei ähnlichen Sachen. Punkt Nummer 5. Hinterfragen. Ich habe angefangen, sehr vieles zu hinterfragen. Und ich will nicht sagen, dass du damit beginnen sollst, wenn du spirituell erwachen möchtest. Übrigens ganz kurz dazu einmal, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen. Dieses spirituelle Erwachen, ne, das ist... Ich wollte nie darüber reden, weil ich mir immer was komplett Abstraktes und Surreales darunter vorgestellt habe. Also, ich dachte, boah, nee, hör auf darüber zu reden, so, das kannst du nicht machen. Das ist so, die Vorstellung, die die Menschen im Kopf haben, ist irgendwie so, dass dein Herzchakra in alle Richtungen ausstrahlt und du die Menschheit mit Liebe überfüllst oder so, keine Ahnung. Das ist alles nicht das, was ich meine, sondern das ist was komplett Greifbares. Es ist was Spürbares, was Erlebbares, was ja auch jeder unterschreibt, der es irgendwie erlebt hat. Nur solange man es noch nicht erlebt hat, ist es abstrakt. Und das hat mich lange davon abgehalten. Das heißt, als ich noch nicht erlebt habe, was ich erleben wollte, war ich gleichzeitig neugierig, aber ich war auch ein bisschen irritiert, weil ich immer dachte, was sind das für Menschen, die darüber reden und wie die darüber reden und so weiter. Mittlerweile weiß ich, also da ist kein Ego mehr so gesehen, was mich davon abhalten würde, darüber zu reden, weil ich mir denken würde, was sollen die Leute denken, wenn ich über sowas rede, weil das Erlebte ist so übermannend und tief und krass, dass mir gar keine andere Wahl bleibt, als darüber zu reden. Ich müsste ein ziemliches Arschloch sein, wenn ich das Erlebte nicht mit euch teilen wollen würde. Ja, back to topic, hinterfragen. Ich will nicht sagen, dass du mit dem Hinterfragen anfangen solltest, wenn du spirituell erwachen möchtest. Nochmal kurz dazu, spirituelles Erwachen, wie gesagt, ist nicht diese Sache mit dem Herzchakra, sondern es heißt, bewusster zu leben. Natürlich siehst du mehr und natürlich erlebst du mehr von der Welt, weil du dich mehr auf deine Sinne konzentrierst und somit mehr die äußere Welt erlebst, als die äußere Welt in deinem inneren virtuellen Konstrukt lediglich durchdenkst. So, hinterfragen ist eine Sache, die bei mir innerhalb der spirituellen Entwicklung mehr oder weniger automatisch passiert ist.
Das heißt, ich habe Dinge, die ich immer für einen Fakt genommen habe, begonnen zu hinterfragen, die für mich eindeutigsten Sachen. Und ich habe festgestellt, dass sehr viel von meiner Meinung und von den Sachen, die ich gedacht habe und von den Sachen, wo ich dachte, die sind auf jeden Fall so, dass das gar nicht wirklich ich war, der das dachte, sondern dass das die Folge war der sozialen Konditionierung. Sprich, das waren die Sachen, an die meine Eltern eigentlich glaubten, aber nicht wirklich ich. An die gute Freunde von mir früher glaubten, aber nicht wirklich ich. An Sachen, an die die Gesellschaft glaubte oder Lehrer oder ähnliches aus der Schule, aber nicht wirklich ich. Ich habe gemerkt, Alter, was bleibt denn da über? Was bist denn wirklich du, der da denkt? Und habe angefangen, Sachen, die komplett normal sind, zu hinterfragen. Beispielsweise der Tod von Personen, Trennung nach einer Beziehung. Extrem viele Sachen, die widerfahren. Sachen wie Fernsehgucken, Sachen wie Ernährung, Sachen wie Sport. All das waren Sachen, die ich hinterfragt habe, ob das richtig ist, was ich mache und wie ich es mache. Und das ist wichtig, denn Fragen sind das Tor zum Bewusstsein. Du kannst dir selbst die Frage stellen, warum bin ich so scheiße? Und dein Gehirn arbeitet wie Google. Und das, was dein Gehirn machen wird, ist, dir Antworten zu liefern dafür, warum du so scheiße bist. Und es wird welche finden. Ja, dann bist du zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, ne, zu unsportlich, keine Ahnung was. Dein Gehirn wird dir Antworten liefern. Wenn du fragst, warum bin ich eigentlich so genial, dann wird auch da dein Gehirn, wenn du die Frage mit einer Ernsthaftigkeit stellst, dir Antworten liefern und wird dir sagen, na, eigentlich bist du ganz schlau oder keine Ahnung was. Dein Gehirn ist wie Google und du bist immer da, wo deine Gedanken sind. Also solltest du zusehen, dass deine Gedanken da sind, wo du hin möchtest. Das ist ein wichtiger Punkt. Indem du dir selbst Fragen stellst, lenkst du im Prinzip deine Gehirnströme in andere Richtungen. Du setzt neue Weichen. Ne? Du kommst raus aus dem eingefahrenen Trott. Die neuronalen Autobahnen, die sich gebildet haben, weil du jahrelang dasselbe gedacht hast, lösen sich nach und nach auf, weil du siehst, ah, okay, hier ist ja auch noch eine Straße und da ist ja auch noch ein Weg und vielleicht ist das ja der richtige. Und du wirst mental flexibler. Das ist ein wichtiger Punkt. Der nächste Punkt ist Ehrlichkeit und Authentizität. Leute, das ist wahrscheinlich sogar eines der wichtigen Punkte, denn es geht nicht ohne Ehrlichkeit. Und ich möchte dir sagen, warum. Ehrlichkeit steht schon in vielen spirituellen Schriften und in heiligen Schriften und so weiter als eine der ganz hohen Tugenden. Und selbstverständlich, das hat einen relativ banalen Grund. Ich dachte früher immer, dass Ehrlichkeit irgendwie so unsere, ja, was die Eltern einem halt so mitgeben. Sohn, hier sei immer ehrlich, das ist wichtig, du musst immer ehrlich sein, du darfst nicht lügen. So, und ich dachte, ja, dann, ne, ist halt so ein Dogma irgendwie, was man so weitergibt, damit Gesellschaft funktioniert. Nein. Es ist vor allem was für uns selbst. Und diese Erkenntnis war relativ krass, denn solange wir uns selbst belügen, und das machen mehr Menschen, als wir denken. Also, ich schreibe manchmal Artikel bei Facebook und über Sachen wie Ehrlichkeit. Und beim Schreiben muss ich irgendwie an private Situationen aus meinem eigenen Leben denken, von Menschen, die mich sehr enttäuscht haben, was Ehrlichkeit betrifft. Und das sind dann manchmal die Menschen, die genau diese Artikel liken und kommentieren und sagen, ja, genau, so ungefähr. Man sieht es nicht, Leute. Man sieht es nicht. Das sind die Blindspots. So, das ist das, was in der Bibel steht mit, du siehst den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken vor deinen eigenen Augen nicht. Man sieht es nicht, Leute, man sieht es nicht. Man sieht es nicht. Es ist so schwer zu erkennen, wer man wirklich ist. Es ist so schwer. Die Frau, die immer wieder an Arschlöcher gerät, sieht nicht, dass sie dafür verantwortlich ist. Sie kann es nicht sehen. Und das Krasse ist, die meisten Menschen befinden sich dann in dieser Position. Nehmen wir die Frau an, die immer wieder in Arschlöcher gerät. Und sie scheint irgendwie traurig zu wirken, will aber nicht wirklich die Antwort haben. Also ich habe oft versucht zu sagen, Verantwortung und vielleicht hängt es mit dir zusammen,
Nein. Es gibt nur sehr wenige Menschen, die wirklich die Wahrheit wissen wollen. Was sehr viele mehr Menschen wissen wollen, ist sowas wie, oder haben wollen, wie Trost. So gute Zurede, ne? Zuspruch, hey, das wird schon wieder und der nächste wird besser und ach Mensch, du hast doch was viel Besseres verdient und das, der Mike, das war doch sowieso ein Arschloch und so weiter und so fort. Das ist das, was die meisten wollen. Die wenigsten wollen Ehrlichkeit. Die Kunst ist es, ehrlich zu sich selbst zu sein. Ein ehrlicher Spiegel gegenüber sich selbst zu sein, zu erkennen, was man eigentlich tut. Und auch dafür ist Achtsamkeit das elementare Werkzeug. Denn solange wir unbewusst agieren, komplett unbewusst in vielerlei Hinsichten, checken wir das nicht. Das ist so, als wenn ihr im Auto sitzt und ihr fahrt und vielleicht kennst du das und irgendwann nach einer Viertelstunde guckst du und denkst, ich bin schon da. Wer hat denn die letzten 15 Minuten das Auto gefahren? So, wir sind auf Autopilot und solange wir auf Autopilot sind im Alltag, bekommen wir nur am Rande mit, was wir eigentlich tun, was wir eigentlich sagen, ob wir uns richtig verhalten, falsch, ob wir lügen, nicht lügen, ob wir neue Wege gehen oder die alte. Wir bekommen das nicht mit. In der Regel gehen wir immer die alten Wege, weil um neue Wege zu gehen, müssten wir achtsamer oder bewusster sein und bewusster agieren. Das tun wir nicht. Ehrlichkeit ist der erste Schritt überhaupt, weil erst wenn wir die Größe haben, ehrlich zu uns zu sein und zu erkennen, was bei uns nicht stimmt, haben wir die Möglichkeit, etwas zu verändern. Das ist das mit Einsicht, ist der erste Schritt zur Besserung. Warum? Weil solange wir Dinge nicht einsehen und glauben, dass andere schuld wären, haben wir keinen Schritt zur Besserung, weil wir nirgendwo ansetzen können. Wir können andere Menschen nicht verändern, nur uns selbst. Das ist vermutlich in der Essenz einer der elementarsten Sachen. Und der letzte Punkt ist Toleranz. Wir alle haben unsere Vorstellungen von der Welt und wir alle glauben, dass das, was wir glauben, wovon wir wirklich überzeugt sind, dass das halt die Welt ist. Wir alle glauben, wir alle haben irgendwie Meinungen, vage Meinungen, dann haben wir Standpunkte, sage ich mal, und dann haben wir vielleicht Überzeugungen, ne, Sachen, wo... Ne, wenn wir eine Flasche runterwerfen oder loslassen, fällt sie runter. Das ist Gravitation, das ist so. Faktisch ist, wir wissen nur sehr wenig als Mensch. Wir haben in manchen Hinsichten gute Ideen, egal ob wissenschaftlich oder irgendwas, wie Sachen funktionieren können, aber wir wissen nicht wirklich viel. So, wir wissen nicht wirklich viel. Uns Menschen gibt es auf diesem Planeten relativ kurz erst auf einer kosmischen Skala. Wenn wir das Universum, welches seit 13,7 Milliarden Jahren etwa existiert, runterbrechen auf ein Jahr, sodass der 1. Januar um 0 Uhr 0 und 1 Sekunde quasi der Urknall war und kurz vor der Silvesternacht quasi heute ist. Wenn das ein Jahr ist, dann kam ungefähr bei 6 Monaten entstand erst die Sonne. Und wenn wir jetzt gerade in der Silvesternacht um kurz vor 24 Uhr wären, dann gäbe es uns Menschen überhaupt erst seit, ich müsste lügen, wir wären am letzten Tag entstanden, des letzten Monats Dezember, also auf dem Silvestertag. Und es wäre definitiv nach 23.30 Uhr, also wir wären kosmisch gesehen in der Skala des Universums innerhalb der letzten 10 Sekunden in etwa geboren. Ich glaube, Buddha etwa vor 6 Sekunden, Jesus etwa vor 3 Sekunden. Uns Menschen gibt es noch nicht so lange und wir wissen immer noch relativ wenig, dennoch glauben wir sehr viel zu wissen und das ist unser Dilemma. Wir sind aus dem Paradies entbannt worden, als wir aßen vom Baum der Erkenntnis. Und faktisch wissen wir nicht so viel. Uns passieren Sachen und wir sagen, oh, wie furchtbar. Und es geht stundenlanges Kopfkino an und wir bringen uns in Selbstmitleid, weil Dinge so schlimm sind, so furchtbar, so widerlich, so pervers, so irgendwas. Oder uns passieren andere Sachen und stundenlang freuen wir uns darüber und denken, das ist ja super, das ist ja toll, das ist ja grandios und so weiter. Auf unserer Lebensskala gesehen wissen wir nicht, wie die Dinge für uns sind. Wenn ich Vorträge halte, kommt es ganz oft vor, dass ich die Frage stelle, Leute, Hand aufs Herz,
Einmal bitte die Hand hoch. Wem ist jemals etwas passiert, wo ihr dachte, die Welt geht unter? Das ist ja grauenvoll. Und paar Monate, paar Wochen, vielleicht paar Jahre später hat er sich gedacht, oh, wenn das nicht passiert wäre, wäre auch das nicht passiert und das nicht. Eigentlich war das ziemlich gut. Einmal Hand hoch, bitte. Und fast jedes Mal gehen alle Hände nach oben. Alle. So, das heißt, was heißt das denn konkret? Das heißt, wenn das hier unser Leben ist und uns passiert irgendwas und wir denken, oh, das ist furchtbar, dann leiden wir hier extremst, obwohl, wenn wir schon zeitlich gesehen am Standpunkt hier wären, wir wüssten, dass das das Beste ist, was uns passiert, hätte passieren können. Oder umgekehrt, wir freuen uns wegen irgendwas mega, haben hier einen mega hoch, nur um hier zu erkennen, dass das eigentlich total scheiße war. Also, wir wissen nicht, was gut ist und was schlecht. Wir glauben nur zu wissen, was gut ist und was schlecht. Und darum bewegen wir uns permanent in der Negativität oder in der Hoffnung, aber faktisch in der Illusion. Weil weder Dinge, die wir befürchten, noch Dinge, die wir uns erhoffen, sind real. Real ist nur das, was hier ist. Der Rest ist geistige Fiktion. So, das ist ein elementarer Punkt. Und von daher, Toleranz ist eins der wichtigsten Sachen überhaupt. Denn wir können nicht, es ist so überheblich zu glauben, dass wer anders Recht oder Unrecht hat mit dem, was er denkt. Es ist dein Leben, es ist dein Mikrokosmos, es sind deine Gefühle. Wenn du durch die Stadt gehst und da sind ein paar irgendwie 20-Jährige, die da rumschreien und mit lauter Musik langgehen, dann ist es deine Entscheidung, ob du dir denkst, was für Asoziale, das hätte es früher nicht gegeben, vor dem Krieg war alles besser oder keine Ahnung was. Oder ob du dir denkst, ey, da, boah, ich hoffe, dass sie irgendwie nochmal Gas geben in der Schule oder so, weil sonst wird es wahrscheinlich schwer für die irgendwie auf dem Arbeitsmarkt oder so. So, bei der einen Sache gerätst du in Wut. Und das ist biologisch in dir, nicht in denen. So, das ist dann dein Problem und nicht deren Problem, okay? Das heißt, du bist wütend. Du hast die ganzen Hormone in dir. Das ist, du bist das, ne? Du bist wütend. Und bei der anderen Sache auch, Mensch, hier, wenn du mitfühlend bist, das ist kein Problem. Fühl mit, aber lass dich nicht runterziehen von dem Gefühl. Ne? Empathie ist gut. Empathie ist gut. Aber geh nicht mit in die Wut rein. Identifizier dich nicht mit den Gefühlen von anderen oder lass irgendwie andere, gib irgendwie anderen nicht so viel Macht, dass die über deine Gefühle herrschen dürften. Das wäre einfach too much. Du bist der König deines eigenen Reiches und hast Verantwortung für all deine Gedanken und Gefühle. Überleg weise, ob du dich wirklich über sowas aufregen willst oder nicht. Denn am Ende bist du derjenige, der darunter leiden muss. So, ihr Lieben, fast eine halbe Stunde. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass unbedingt einen Daumen nach oben da und abonnier den Kanal. Ich habe Großes vor im Jahr 2018 mit euch und dafür ist es unbedingt notwendig, dass hier einige User zusammenkommen. Denn ich will eine riesige Bewegung schaffen im Bereich der Spiritualität in Deutschland. Ich weiß, was da möglich ist und ich bin mir sicher, dass wir zusammen sehr, sehr, sehr viel bewegen können. Also wenn dir das Video gefallen hat, teile es, lass einen Daumen nach oben da, mach dir noch einen schönen Tag, bis dahin, adios.